Die Sonne ist anders, als wir bisher gedacht haben. Noch nie ist eine Sonde der Sonne so nah gekommen und die Erkenntnisse sind schon jetzt zu Beginn der Mission der Parker Solar Probe bahnbrechend. Und dafür hat die NASA die Sonde besonders geschützt, denn ansonsten wäre sie schon längst verglüht oder von Mini-Meteoriten durchlöchert worden. Hightech-Materialien und Konstruktionen spielen so eine immer größere Rolle und Mensch und Technik bleiben dadurch in zerstörerischen Situationen unversehrt. Klicks um Science in Future, hier gibt es 3-mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen. Heute habe ich übrigens ein kleines Osterei, vielleicht etwas verspätet, im Video versteckt. Seid also gespannt. Es geht um diese Hightech-Handyhüllen von RhinoShield. Für die gibt es nämlich exklusiv für Klicks um Zuschauende 20% Rabatt eine Woche lang. Danach sind es immerhin noch 10%. Wer es nicht abwarten kann, der kann ja schon mal hier unterm i suchen. Es sind die schwersten Stürme im Sonnensystem. Die Sonne bombardiert die Erde regelrecht mit ihren Sonnenstürmen. 1,6 Millionen Kilometer pro Stunde erreichen sie. Für Satelliten, Astronauten und Astronautinnen und Raumschiffe ein großes Problem, denn diese Strahlung kann sie zerstören oder schwer verletzen. Und auch unserer Erde droht ständig Gefahr. Ohne unser Magnetfeld würde die Atmosphäre einfach so von den Sonnenstürmen weggeweht werden. Wir brauchen sie als Schutz. Und auch die Parker Solar Probe brauchte einen effektiven Schutz. Sie fliegt nicht mit einer Schutzschicht um die Sonne, sondern einer Schutzwand. 12 cm dick, das Thermal Protection System, kurz TPS. Ansonsten wäre die Sonde jetzt schon Geschichte und durch die Sonne zerstört worden. Die Menschheit hat bei der Entwicklung von Schutztechniken in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht und das fängt schon im Straßenverkehr an. Das fand ich bei dieser Recherche wirklich frappierend, zu der mich RhinoShield angeregt hat, die ganz besondere Schutzhüllen für Smartphones herstellen. 1970 starben noch 21.000 Menschen in Deutschland im Straßenverkehr, 7-mal so viel wie 2019, trotz mehr Verkehr heute. Wir haben heute 3-mal mehr Pkw. Das haben wir zu einem erheblichen Teil Sicherheitstechniken wie ABS, ESP, Sicherheitsgurten, Airbags und viele mehr zu verdanken. Hightech schützt unser Leben und es schützt Technik, wie bei der Parker Solar Probe, auf die ich gleich noch näher eingehe. Oder eben zum Beispiel vor allem unsere Handys. Ein Produkt, das wie kaum ein Produkt zuvor der möglichen Zerstörung ausgeliefert ist. Wir haben es ständig in der Hand und hantieren damit. Und wie die Erde durch die Sonne sind die Smartphones damit auch ständig einer Bedrohung ausgesetzt. Und seit Jahren arbeiten die Hersteller von Hüllen daran, wie man diese hochempfindlichen Geräte, die auch noch, wie hier das iPhone, aus Glas gefertigt sind, schützen kann. Denn ein Sturz kann verdammt teuer werden. Der Totalverlust ist schneller da, als man denkt. Und so arbeiten Hüllenhersteller an Hightech-Materialien. Die spielen eine immer größere Rolle. Bei SpaceX und Tesla gibt es dafür eine eigene Abteilung, die für beide Unternehmen arbeitet und zum Beispiel ermöglicht, das Chassis, den Unterbau eines Fahrzeugs, aus einem Teil zu pressen. Kein anderer Autohersteller ist dazu in der Lage. Und bei Mobiltelefonen, da gibt es eine andere Herausforderung. Zur Erinnerung, es ist die Raumzeitkrümmung, also die Gravitation verursacht und jedes Objekt mit 9,81 Metern pro Sekunde im Quadrat nach unten zieht. Und für Handys hat RhinoShield inzwischen ein Hightech-Material entwickelt, das so niemand vorweisen kann: Shockspread. Danke an RhinoShield für die Unterstützung dieses Videos. Ohne euch wäre ich nicht auf dieses Thema gekommen und ihr unterstützt unsere Arbeit auch finanziell, was wir gut gebrauchen können. Und ihr habt auch etwas davon hier unterm i und am Ende des Videos und in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar gibt es den Rabatt. Shockspread ist ein Polymer, also ein Kunststoff, der die Eigenschaften von zwei Kunststoffen in sich trägt, nämlich zum einen Flexibilität und zum anderen Widerstandsfähigkeit. Eine Handyhülle muss nämlich weich und hart zugleich sein. Weich, um abzufedern und hart, um zu schützen. Eine Eigenschaft alleine wäre nicht ausreichend und die Hüllen sind trotzdem rund 20% dünner als die üblichen Hüllen aus zwei Kunststoffen. Dadurch, dass sie nur aus einem Material bestehen, sind sie sogar leichter zu recyceln. Sie übertreffen den US-Militärfallprüfstandard MIL-STD-810G und absorbieren Stöße aus über 3,5 Metern Höhe. Das ist auch nötig, denn unsere Mobiltelefone sind auch ziemlich heftigen Kräften ausgesetzt, wenn sie zu Boden fallen. Hier unterm i gibt es noch mehr Infos und ich habe mir das NASA-Design ausgesucht.
ausgesucht. Mehr geht nicht. So wird mein iPhone quasi zum Hightech-geschützten NASA-Satelliten. Absoluter Hammer. Und damit sind wir wieder bei der Parker Solar Probe. Sie ist auch doppelt geschützt. Denn zum einen muss sie die Millionen Grad heiße Sonnenstrahlung aushalten und zum anderen ein ständiges Bombardement mit Minimeteoriten. Das ist quasi die absolut schlechteste Lage, in die man im Weltraum geraten kann. Aber die NASA hat das Problem mit Hightech-Materialien gelöst. Gerade ist die Sonde zum 7. Mal nah an der Sonne vorbeigeflogen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir einem Stern so nahe kommen. Sie ist der Sonne inzwischen rund doppelt so nah wie die bisherigen Rekordhalter, die Helios-Sonden. Und am nächsten Punkt wird sie 9-mal so nah wie die Helios-Sonden sein, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der NASA in den 70er Jahren zur Sonne geschickt wurden. Das sind 6 Millionen Kilometer, etwa 4 Sonnendurchmesser. Und das macht ein ganz besonderes Schild der NASA möglich. Die Sonde muss nämlich eine 650-mal stärkere Sonneneinstrahlung aushalten. Ihr Schild ist 12 cm dick, absolutes Hightech-Material, Carbon, innen ein besonders leichter Carbon-Schaum, außen vorne und hinten jeweils Carbon-Gewebe. Normalerweise wird Carbon in Kunststoff eingegossen. Das ergibt diese traumhaft glatten Oberflächen, zum Beispiel im Auto. Und diese Materialien sind extrem widerstandsfähig. Nahezu nichts kommt durch das eingegossene Carbon-Gewebe durch. Kunststoff als Bindemittel macht aber in der Sonnennähe wenig Sinn, das Harz würde abfackeln. Das Schutzschild wäre wirkungslos und würde auseinanderfallen. Deshalb wurde dieser Prozess bereits hier auf der Erde kontrolliert durchgeführt. Nach dem Aushärten des Kunststoffs wurde das Schutzschild mehrmals bei 3000 Grad gebacken. Das Harz brannte ab und es blieb nur das Gewebe zurück. Es hält jetzt die Millionen Grad heißen Partikel aus, die aus Richtung der Sonne die Sonde bombardieren. Wobei, Millionen Grad heiß wird das Schutzschild nicht. Das würde auch kein bekanntes Material aushalten. Diese Partikel sind so selten, dass das Hitzeschild maximal 1400 Grad Celsius heiß wird. Und die Sonde dahinter wird maximal 30 Grad Celsius heiß. Die Sonde fliegt in die Millionen Grad heiße Korona, die Atmosphäre rund um die Sonne, um zu verstehen, warum sie so heiß ist. Denn unten auf der Sonnenoberfläche ist es mit nur ein paar tausend Grad deutlich kälter. Wie kann es heißer werden, obwohl man sich von der Hitzequelle entfernt? Das soll die Parker Solar Probe herausfinden. Es ist ein absolutes Rätsel und deshalb muss sie so nah wie möglich an die Sonne herankommen und sie wird bis zum Jahr 2024 sich immer weiter der Sonne annähern, bis zur Entfernung von 4 Sonnendurchmessern. Und schon jetzt liefert sie spannende Erkenntnisse. So verwirbeln die Sonnenwinde in der Nähe der Sonne viel stärker und auch noch in größerer Entfernung als gedacht und sie bilden sogar Zacken, scharfe Kehrtwenden, bei denen sie wieder zur Sonne zurückgezogen werden. Es bleibt spannend, welche Daten jetzt die Parker Solar Probe noch liefert und wie lange die Sonde durchhält. Genauso spannend, wie es vielleicht ist, wie lange euer Handy durchhält. Schickt mir doch mal auf Instagram Bilder eurer Handys, die einen Sturz vielleicht nicht so gut überstanden haben. Bei Handys sind wir ja noch lange nicht so weit, dass die Geräte absolut sicher sind. RhinoShield mit seinem Shock-Spread-Material könnte hier sicher helfen. Hier klicken für mehr Infos und den sensationellen Rabattcode von 20%. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.